Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Joni und ich sind heute mal wieder on Tour. Und zwar, ich glaube, wir fangen dieses Video mittlerweile zum dritten Mal an, weil wir haben uns schon öfter ein Fahrzeug angeguckt, was allerdings wirklich gar nicht so einfach zu bekommen ist. Weil wir wollen tatsächlich Deutschlands günstigsten 2JZ kaufen. Sieht so aus. Eigentlich gehörte Joni ja der Oma Golf mal. Jetzt ist es mit dem Projekt allerdings so eskaliert in den letzten Jahren, dass es natürlich nicht mehr viel mit straßentauglich so zu tun hat. Das ist ja mittlerweile eigentlich auch, eigentlich ist es schon noch straßentauglich, aber ist halt mittlerweile für die Autobahn das falsche Auto. Deswegen sind wir mal wieder auf der Suche nach etwas Neuem. Wie kam es auf die Butze? Ich weiß gar nicht. Wir hatten, glaube ich, mal irgendein dämliches Video im Internet gesehen. Und ich sage meistens ja auch, muss man wirklich sagen, von der Preis-Leistung her, was Technik und so angeht, ganz vorne mit dabei. Ne? Ja, also ihr wisst ja mittlerweile alle, 2JZ, man erkennt den Motor am Geräusch sofort. Es gibt keinen Motor, der potenter ist als ein 2JZ-Motor, aber 2JZ sind halt mittlerweile alle teuer geworden. Richtig. Also das war schon eine Aufgabe, in dem Preissegment 2JZ zu finden. Das stimmt. Das Budget ist klar. Das Budget war knapp, genau. Joni hatte mal wieder Bock auf ein Project Car. Keine Angst, es wird nicht so eine Vollkeskalationsnummer mit ab ins Bad und Neulack und so weiter. Das war nicht der Plan, sondern es sollte schon noch einfach ein fahrbares, kultiges Auto bleiben. Erstmal warten wir ab, ob wir das Auto kaufen. Vielleicht ist es ja auch wieder Schrott. Genau. Wir fangen das Video nochmal an. Wir haben uns zwei Stück schon angeguckt. Die waren wirklich Schrott, so richtig Schrott. Und eine Sache habe ich mir geschworen, ich kaufe keine extrem schrottigen Autos mehr. Weil jeder, der uns jetzt ein paar Jahre verfolgt, weiß, wie intensiv und gut wir am Ende die Autos doch wieder aufbauen. Genau aus dem Grund habe ich gesagt, nee, die Dinger waren so schrottig, dass wir sie gleich stehen lassen haben. Weil das ist dann wirklich ein Groschengraben und Fass ohne Boden, das lohnt sich dann auch nicht. Aber ganz viele von euch haben gesagt, sie hätten eh mal Bock auf einen Japaner. Da ist er. Also, Japaner kommt. Wie, wo, was wir damit vorhaben, würde ich sagen, zeigen wir euch gleich. Aber an der Stelle erstmal vorne. Tail off the snake, clip it, clip it. What does it take for a to be great, huh? A couple M's and a house on the lake. If that's the case, I've been great, you just late, huh? She say I got good taste, cause I fed with a little waist. So she wanna take me on a little chase. Capture that poop, beat it up, then escape, huh? Yeah, I'm on go, what? My they on go, yeah. La mama, she on go, hey, who did it? I don't know, huh? Sold millions, old millions. You bitter, yo feelings, old feelings. Middle finger, boy. Gossiping like ho, I should call them gold diggers, huh? Just like ho. Cut the check, cut the check. Cut it. I don't want nothing from you, but the check, huh? Respect. Respect, cause any given time turn for the check, huh? Was soll ich sagen? Ein Traum in Gold Metallic. Das ist er. Ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel. Der eine oder andere dachte wirklich, wir bauen jetzt eine Supra um. Machen wir natürlich nicht. Hätte unser Budget auch gesprengt, weil wir reden hier von Deutschlands günstigsten Lexus GS300 mit, jetzt kommt's. Und ich finde einfach, dieser Motor gehört auf jeden YouTube-Channel. Toyota 2JZ. Sogar die neueste Generation VVTi, das heißt, hier hinter ist eine variable Nockenwellenverstellung für die Einlassseite. Das heißt, dieser Toyota-Motor wurde tatsächlich auch in dem baugleichen Lexus verbaut. Das ist allerdings die GE-Version, das heißt Non-Turbo. Den Turbo davon gab es nur im baugleichen Toyota Aristo. Den gibt es in Deutschland allerdings gar nicht zu kaufen. Aber wir haben hier ein Lexus GS300 mit 2JZ-Motor, Automatik, für, haltet euch fest, 4.200 Euro. Und jetzt zieht euch mal die ganzen Details rein. Nein, also ich muss wirklich sagen, wir sind mit null Anforderungen an diese Sache wieder rangegangen. Man steigert sich da natürlich wieder ein bisschen rein, guckt sich ein, zwei Autos an. Die waren wirklich alle Schrott, weil wir reden hier von einem Baujahr 98. Das heißt, dieses Auto ist auch schon 24 Jahre alt. Das heißt, ist ja sogar fast bald ein Oldtimer in 6 Jahren. 222 PS original und... Ja, wir hatten das glückliche Los, dass wir tatsächlich einen in der Nähe gefunden haben, der wirklich
top gepflegt ist. Deutsches Auto, seit eh und je, dritte Hand. Kein Rost, ein bisschen Kosmetik, aber das haben halt alle Japaner, sage ich jetzt mal. Das heißt, Scheinwerfer natürlich, milchig. Und dann hier vorne, hier gab es einmal einen kleinen Rempler. Aber als wir das Ding gestern abgeholt haben, mir ging das Grinsen nicht mehr aus dem Kopf. Weil alleine dieses Gold Metallic, wir haben lange drüber gegrübelt, was für dieses Projekt die perfekte Farbe wäre und sind dann zum Entschluss gekommen, weil es stand zum Beispiel einer noch in Rot und einer in Schwarz drin. Das ist es. Das ist es. Ja, wir reden hier wirklich von einer, also es ist schon die obere Mittelklasse. Also das ist das Pendant zur E-Klasse von Mercedes. Ist auch wirklich groß, wenn man sich so ein Ding mal anguckt. Das ist größer als ich dachte, von, also die Bilder, die ich immer so gesehen Ausgestellte habe. Ausgestellte Radläufe hinten. Die ja. Kann ich richtig gut sehen. Vor allem auch so auf eckig. Ich weiß, ihr werdet das Auto noch nicht so feiern, aber irgendwie habe ich ein Gefühl, dass hier raus irgendwas Bescheuertes entstehen könnte. So, weil dieser Motor, Supramotor, legendäres Geräusch. Wir machen auf jeden Fall mal ein paar Einblendungen rein, wie sich das Ganze anhören könnte. Heckantrieb ist ja bei uns auf dem Channel auch nicht so häufig. Das heißt Potenzial ohne Ende. Das heißt auch, wir, was machen wir mit dem Auto? Keine Angst, es wird jetzt hier keine Vollrestauration und so weiter geben. Das wird auf jeden Fall mal eine Low-Budget-Nummer. Und mein... nee, definitiv. Also für den Fest 2022. A, Low-Budget. B, wir haben ja besagt auch relativ wenig Schrauberplätze frei. Das heißt, wir werden mal so tun mit diesem Auto, als wenn wir gar nicht eine Werkstatt zur Verfügung haben. Das heißt, wir werden wirklich mal so wie früher auf dem Parkplatz ein bisschen Tuning betreiben an dem Ding. Deswegen jetzt die allergrößte entscheidende Frage. Das Ding ist einfach JDM-Legende. Jetzt ist die Frage, was machen wir raus? Variante 1, JDM-Style umbauen. Dann wird natürlich dieser Sleeper-Charakter wegfallen, weil JDM, ihr kennt es ja, Camber, wild, auffällig, etc. Unterbodenbeleuchtung sehe ich. Unterbodenbeleuchtung, brutale Felgen, so ein Sturz. Oder reiner Sleeper und, keine Ahnung, ich sag mal vorsichtig, 500 PS und komplett Originaloptik. Oder beides gepaart. Da könnt ihr auf jeden Fall schon mal die Kommentare voll ballern, ob ihr eher Bock auf das eBay JDM-Paket habt oder Bock auf den Sleeper. Was auf jeden Fall gut ist, wir haben für diesen Motor einiges bei uns im Sortiment. Das heißt, wir brauchen hier nicht einmal wieder die Welt neu erfinden, sondern wir können tatsächlich bei uns aus dem Sortiment einfach einen günstigen Krümmer nehmen. Können da einen Turbolader draufschneiden, bauen nur eine Downpipe zum Originalauspuff und hier überlegen wir uns irgendwie eine Adaption auf den originalen Luftfilterkasten. Und der ganze Motor bleibt so, wie er hier ist, Stock. Da verändern wir rein gar nichts dran. Weil dieser 2JZ-GE-Motor ist bekannt dafür, dass die richtig was können. Die haben zwar relativ dünne Pleuel drin, die VVTi, aber ich sag mal so in Richtung 500 PS geht das auf jeden Fall problemlos. Da habe ich keine Bauchschmerzen. Oder was hast du, Joni? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht bei diesem Step bleiben wird, aber man kann sich erstmal ins Auge fassen. Nein, wir wollen hier keine riesen Baustelle rausmachen, sondern das soll wirklich eher günstiger bleiben. Aber so, ich zeige euch noch mal ein paar Details hier. Also erstmal top gepflegt, Bremse neu, TÜV neu, alle Lenker neu, Lager neu, alles neu. Ich finde die Aufkleber ganz gut hier. Aufkleber gehört zu jedem JDM dazu, aber zieh dir mal bitte mal einen Schaltknopf an. Also da war ich wirklich... Du musst erstmal den... Da lag ich am Boden. Also mehr geht nicht. Ja, der ist nicht schlecht. Vorbesitzer natürlich Auto gepflegt. Jedes Jahr einmal alles neu gemacht mit Kerzen, Ölen und so weiter. Und zieht euch auch einfach mal rein, wie das Ding läuft. Ja, wie neu. Hat 300.000 Kilometer, ne? Darf man nicht vergessen. Aber, diese Ledersessel da drin, ey. Ja, aber pass auf, fass die mal an hier. Also ich hätte es wirklich nicht geglaubt. Ich muss sie mal anfassen, wie weich das ist. Oha, voll weich. Schon krass, ne? Ja, geile ist auf jeden Fall die Basis. Kein Rost, gar nichts. Selbst hier unten so, guck mal hier, filmen wir mal so rein. Was wir da wieder für eine Basis ergattert haben. Türen unten, immer Problem, egal bei welchem Auto. Ja, so gut aus. Das ist wirklich alles. Das ist alles. So, wir müssen als allererstes eine Sache, muss ich jetzt einmal mal machen. Ich muss Selim anrufen. Man muss direkt fragen, ob es ein Fahrwerk für das Ding gibt. Alter! Hallo! Hallo! ich brauche ein Fahrwerk. Ich habe ein neues Auto gekauft. Was denn? Bist du bereit? Ja,
Lexus GS 300. Guck dir. Ah, du hast es erkannt, ist tatsächlich 2 OZ Motor drin. Guck dir die Praline an. Weißt du Bescheid, ne? Volles Programm. Voll das gepflegte Ding hier. GS 300, da ist er hier. Pass auf, folgende Frage. Ich mach mal lauter. Habt ihr für das Ding irgendwas im Sortiment? Nein, aber können wir machen. Wie, nein? Nein, das ist nicht so. Gibt's echt gar nichts? Also der soll jetzt nicht hier so alles, was geht, auf dem Boden liegen, sondern eher halt gut fahren. Also irgendwie nur Federn und Dämpfer oder so. Ja, das geht nicht. Aber stell dir mal bitte den Koffer mit ein bisschen Leistung vor hier. Ja. Nee, aber gucken wir uns an. Alles klar, ich komme vorbei. Aber das heißt, Japan-mäßig? Macht ihr sowas gar nicht normalerweise? Ja doch, aber nicht für solche Exoten. Das sind ja richtige Exoten. Alles klar, Gruß ans Team. Fahrwerk gibt es also keins normalerweise für das Ding. Aber die sind natürlich motiviert, eins zu bauen. Er braucht auf jeden Fall was. Ja, ja. Nee, also ein bisschen Kosmetik. Ich finde, ein bisschen runter könnte er auf jeden Fall. Aber generell so die Basis, Automatik, Heckantrieb, 2 JZ-Motor, ich bin gespannt. Serienmäßig 8,2 Sekunden auf 100. Ich würde sagen, wir machen eine Probefahrt und gucken mal, was der Koffer so kann. Yes. Los geht's. Ah, los geht's hier, Alter, in der Praline. Ah, Alter, leck mich am Arsch. Elektrische Lenksäule, Baujahr 98, Alter. Warte, zieh nochmal raus. Müssen wir leider noch zeigen. Okay, das geht, ne? Eigentlich hätten wir das Auto nochmal auf die Waage packen müssen, um zu gucken, was der Koffer hier wiegt. Aber es ist wirklich unglaublich, wie das Ding läuft. Ja. Dieser Shifter hier ist einfach brutal. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir hier überhaupt haben. Das hier sieht aus wie ESP oder so, ne? Nee, das ist die, wie soll ich sagen, Motor und Getriebe, Engine Control, bla. Das ist einmal Power-Modus und einmal Snow-Modus. Ja, gehen wir direkt im Power-Modus. Also auch so mit Drosselklappenstellung und so. Und das hier ist? Das ist ESP. Krass. Cool. Also generell muss ich wirklich sagen, auch natürlich für Baujahr 98 wird jetzt der ein oder andere sagen, boah, sieht das Ding alt aus. Aber ja, wenn man sich in Baujahr 98... Oh! Junge! Zornig! Ja, also... Der Supramotor hängt auf jeden Fall bissig am Gas hier. Ja, ich weiß gar nicht, ob das Ding hinten eine Sperre hat. Ich befürchte, der wird hinten keine Sperre haben. Nee, ich glaube nicht. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier überhaupt das Ding alles so einstellen. Viermal elektrische Fensterheber, elektrische Lenksäule, elektrische Antenne hinten, Sitzheizung, Klimaanlage, elektrische Sitze mit Memory-Verstellung. Also da hat Lexus damals schon echt einen rausgehauen. Ablenkbarer Spiegel. Xenon vorne. Wirklich, wirklich alles, Alter. Aber es ist doch wirklich hier. Da gehen wir mal einen Lastgang. Ja, geht gut, ne? Ja, aber was soll ich sagen, Alter? Klingt echt zornig, das Ding. Okay, also Traktion ist bei der Bude hier auf jeden Fall Fehlanzeige, wie wir gerade schon festgestellt haben. Da kommt auf jeden Fall nicht viel. Ich finde ehrlich gesagt diese Tachobeleuchtung auch ganz geil. Das ist so eine Mischung aus, keine Ahnung, LED, was weiß ich, so eine Hintergrundbeleuchtung. So, pass auf. Testen wir direkt mal eine 0-100 an hier. Werksangabe 8-2. Wir pumpen ihn mal leicht gegen den Wandler schon vor. Oh, da dreht er. Alter, da dreht er aber wie ein großer, ne? Mit beiden Rädern. 60, 80, 100. 9,6. So, also erster Lauf, 0,100, 9,63 Sekunden. Ich denke mal, da werden wir aber gut Strecke gelassen haben, weil der hat schon gut durchgedreht. Also den zweiten Lauf würde ich einfach mal losrollen, reintreten und gib ihm. Ja, aber an die 8,2 Sekunden kommen wir mit den alten Reifen hier. Ist auf jeden Fall groß, das Auto. Stoßdämpfer, da muss Salem auf jeden Fall was machen, weil das ist hier ja auf jeden Fall ein richtiges Schiff. Null. Und diesmal fahren wir mal ganz normal los.
hier trotzdem leicht durch. Oh, das klang aber gleich schon viel besser. Dreht so 6. Ja, 6,2. 8,5 Sekunden. Fast Werksangabe für die alten Schluffen hinten drauf. 300.000 Kilometer. 300.000 gelaufen und 24 Jahre alt. Das ist halt einfach Toyota. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Auto selbst mit Leistung extrem gut fährt am Ende. Durch diesen langen Radstand. Der hat ja wirklich einen langen Radstand. Ich glaube, da ist auch richtig Platz. Da gehen richtig breite Räder drauf. Vorne, hinten. Glaube ich schon, dass da was geht. Aber jetzt gibt es diese Autos natürlich leider nur als Automatik. Wir werden mit diesem Automatikgetriebe auch irgendwann an die Grenzen kommen. Also das fliegt jetzt bei 300 PS nicht auseinander. Das kann auch 500 PS. Es kann aber keine 1000 PS. Problem ist, dieses Auto auf Schalter umbauen würde das gleiche nochmal kosten, wie das ganze Auto gekostet hat. Weil diese Supra-Schaltgetriebe sind einfach übelst schwer zu kriegen. Also das ist fast ein Ding der Unmachbarkeit. Ja, ja, okay, mal hier 80, kick down. Boah, ist jetzt keine Rakete, aber ich bin auf jeden Fall extrem begeistert, wie geil, ruhig und sauber das Ding einfach für die Laufleistung noch läuft. Also wenn ich nicht auf den Tacho gucken würde und würde jetzt 300.000 sehen, würde ich denken 30.000 gelaufen. Das ist schon krass. Mega. Also ich feiere die Butze. Das waren meine Tuning-Anfangszeiten. Da hat man noch so ein Radio eingebaut, wo wirklich ein Display zum Ein- und Ausklappen war. Das war so damals das Nonplusultra. Wenn ein großes Radio etc., dann musste das so eins sein, am besten von Alpine mit Display zum Ausklappen und fertig. Aber es gibt eigentlich eine Person, die wir die Butze jetzt als allererstes zeigen müssen. Und das ist, wir müssen unbedingt einmal bei Marius anhalten. Der weiß nämlich noch nichts davon. Und ich weiß, wenn der diesen Schaltknopf sieht, dann ist bei ihm definitiv Feierabend, da bin ich mir sicher. Deswegen, wir fahren mal einmal zu ihm zur Arbeit und rufen ihn mal an. Dass er mal guckt. Kann er sich die Praline mal angucken. Aber ich freue mich echt drauf, mal diesen JDM Spirit, ob diese Technik wirklich einfach so gut ist. Bisher kann ich wirklich sagen, ja, sie ist so gut. Ob sich das durchzieht und wirklich das einfach eine Technik ist, die einfach funktioniert. Also ich hätte wirklich keine Angst, mit diesem Auto jetzt bis nach Spanien zurückzufahren. Nee, so ist das Ding auch gestern auf dem Rückweg gefahren. Merk schon, Klimaanlage geht wirklich alles. Lenkrad steht gerade. Es klappert wirklich rein gar nichts. Wir können euch noch nicht mal hier irgendwie irgendwelche Mängel zeigen an dem Ding. Weil bis auf ein bisschen Kosmetik von außen hat das Ding wirklich keine Mängel. Was ich aber Automatik immer am geilsten finde, ist dieses ein bisschen Bremse treten und das Ding so gegen den Wandler immer anpumpen, dass der hinten so ein bisschen runter geht. Alter, guck dir das an. Nee. Mehr Bling Bling geht auf jeden Fall nicht. Zigaretten dazu, Alter, aber hier. Unbenutzt, aber richtig schön viele Diamanten. Sehr gut. Ja, wobei man muss halt auch dazu sagen, der Vorbesitzer, der hat halt das Auto wirklich auch geliebt und gepflegt. Ne? Also es war wirklich sein Schätzchen. Ne? Für den war dieses Auto wirklich was Besonderes. Also der ist wirklich das Auto gefahren, weil er Bock drauf hatte. Der steht auf Japaner und fand die Kiste wirklich geil. Kann es auch verstehen. Also wenn man da so ein Faible für hat, müsste ich mir auch überlegen, wenn ich jetzt jeden Tag das Ding hier fahren würde oder einen B5 jeden Tag fahren würde, ungefähr gleiche Preisklasse, kann ich das schon verstehen, wenn man eher auf so eine Richtung hier geht. Einzige, was ich nicht weiß, ist, wie das so mit der Teileversorgung von so einem Auto ist. Aber heutzutage kriegt man eigentlich alles. Ich rufe ihn mal an. Morning. Sollen wir arbeiten? Homeoffice. Ach du Scheiße. Okay. Ich stehe nämlich gerade bei dir auf Arbeit. Ja, ich wollte dir meine neue Praline vorführen. Ich bin mit Joni hier. Ihr habt einen neuen Bus gekauft oder was? Nee, was Besseres. Warte mal. Ich muss dich mal kurz FaceTime anrufen. Junge, deine Friese, Alter. Ah. Was ist es? Hör auf, ich gebe dir einen Anfang. Alter, so eine Machete oder was ist das? Hier, warte, willst du noch einen? Hier, Marius, wir können noch einen drauflegen. Ja. Das geht, ne? Hast du... Scheiße. Boah, wenn du für jetzt noch ein Geschenk brauchst, für den Bohrer, ne? Gebe ich dir gerne. Ja, aber die... Also. Die Monster-Aufkleber sind doch alleine da, 3 PS. Ah, ja.
Menschen. Zornig irgendwas? Ja. Gestern abgeholt die Praline. Vor allem richtige Perle, ne? Also wirklich, bis auf hier unten so ein ganz bisschen Kosmetik. Deutsches Auto, dritte Hand. Gibt's nur als Automatik. Vor allem so ein geiler Zustand. Also vor allem bei, selbst bei dem Koffer hier schon, ne? Weißt du Bescheid. Memory sitzt Xenon. Volles Programm. Also. Ah, schlummert da hier. Voll hier, guck mal, ne? Sprachlos für den Koffer. Ja, das ist jetzt ja GE, das ist ja Non-Turbo halt, ne? Aber sonst so ist es so. Sonst so ist es der Motor. Ich hätte dir gerne noch einen gepflegten Burnout hier vor der Tür gezeigt. Ja klar. Was denkst du denn? Noch? Das ist wie Heckantrieb. Vor allem hier rote Bremsen sind auch nochmal 5 PS. Ja, brutal. Automatik, Heckantrieb, gib ihm. Aber hält diese Automatik? Ja, ja, 500, 600 PS kann die. Ohne Probleme, ne? Ist halt einfach Viergangwandler, ne? Viergangwandler. Pass auf, wir fahren mal irgendwo kurz hin, wo wir mal einen stehen lassen können und dann melde ich mich gleich nochmal. Ja, ja. Wie immer, ja, schade. Ich hätte dir das Ding gerne live vorgeführt. Aber dass du heute Homeoffice machst, kann ja keiner ahnen hier. Weil, Alter, dieses Schwert, mehr geht nicht. Also mein Leben ist einfach erfüllt mit diesem Hebel, das Ding einfach in D zu ziehen. Das reicht für mich schon. So, an der Stelle noch kleine Ergänzung übrigens. Morgen Abend, Mittwoch, 20 Uhr, geht unser Klamotten-Online-Shop wieder online für einen kleinen Presale. Das heißt, es gibt eine neue Six-Speed-Kollektion. Die gibt es allerdings nicht komplett morgen, sondern morgen starten wir mit diesem grauen Hoodie plus Jogginghose dazu. Plus man kann ein paar Upgrades machen. Wundert euch nicht, es wird nur ein Artikel geben. Da gibt es nur 200 Stück von die weg sind, geht der Shop wieder offline. Und der große Drop kommt eine Woche später. Also merkt euch schon mal morgen Abend, Mittwochabend, 20 Uhr, alos.fashion vor. Da gibt es unsere neue Six-Speed-Kollektion, beziehungsweise einen ganz, ganz kleinen Presale. Nee, wenn es nass ist, müssen wir auf jeden Fall mal testen, ob man ein bisschen driften kann. Ich glaube, zum Driften, ehrlich gesagt, wird A, das Automatikgetriebe ein bisschen zu träge sein und der Radstand ist natürlich brutal lang. Das heißt, das Ding in Drift zu kriegen, wird natürlich auch eine Lebensaufgabe. Und letztendlich dann die ohne Sperre. Ohne Sperre wird das, glaube ich, auch nicht so einfach. Also man wird auf jeden Fall ein paar Kreise machen können, aber da sehe ich eher das Auto, ehrlich gesagt, mit 500, 600 PS im Trockenen dann am Driften. Seidenweich das Ding auch noch schaltet und so. Wirklich. Wirklich. Brutal. Echt. Ah, gucken wir nochmal einmal die Schräglage von der Praline. Ja, der fährt echt wieder eins geradeaus. Also der Koffer wird mit Leistung auf jeden Fall richtig. Richtig gut fahren. Ja, also ich muss echt sagen, fährt. Also wirklich eins der besten gebrauchten Autos, die ich jemals habe. Ja, vor allem, wie gesagt, also ich bin immer wieder bei dem Preis schockiert. So, ne? Immer wieder 4.200 Euro für wirklich so ein Auto. Klar, 4.000 Euro ist auch viel Geld für ein Auto, keine Frage. Natürlich, aber wenn man das jetzt irgendwie vergleicht mit einem gebrauchten, weiß nicht, Golf 4? Ja, oder wenn man halt einfach von der Größe des Autos ausgeht, mit Sechszylinder, Xenon, ja, und dazu halt noch diesen legendären 2JZ da drin hat. Nee, also ich bin gespannt, Leute, wie ihr die Kiste so feiert. Mein Auto ist es jetzt schon. Ich bin motiviert, da was Geiles rauszumachen. Also ich feiere die Kiste. So, aber ganz zum Abschluss, wir sind es euch schuldig. Wir müssen einfach gucken, ob das Ding Burnout macht. Und dann lassen wir hier bei uns auf dem Gelände mal richtig einstehen. Wir gehen in den Lastgang rein, zweite Power, ESP aus.
Nur Leute, was soll ich euch sagen? Die kleinen Dinge, die einem einfach ein Grinsen ins Gesicht bereiten. Das Ding, der burnt so geil durch. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß mit der Kiste. Jo, die haut sich auch weg. Wir werden mit diesem Auto noch jede Menge Spaß haben und machen einfach mal ein bisschen durch. Ballert die Kommentare rüber, ob JDM-Style-Tuning oder Sleeper. Danke fürs Zuschauen. Denkt dran, morgen Abend 20 Uhr, arlos.fashion. Und bis zum nächsten Mal. Cut the tail off the snake, clip it, clip it. What does it take for a to be great, huh? A couple M's and a house on the lake. If that's the case, I've been great. You just late, huh? She say I got good taste.